Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Max oder auch Maximus Gaming. Blablabla. Herzlich willkommen in unserer imaginären geilen Base. Und ja. Herzlich willkommen zu einem Update-Video. Zu eigentlich jetzt Part 2 des Let's Feed the Beast Shows, whatever. Mhm. Und wir haben mittlerweile ziemlich viel gebaut und wir könnten uns Schafen legen. Ja, könnten wir. Und wie ihr seht, wir sind immer noch in dem kleinen Scheißloch hier drin. Wie zu Anfang aber auch. Das wir bauen schon um. Ja, wir haben uns hier nichts ercheatet. Das war jetzt bloß mal Game Mode, weil da irgendwas komisch war. Weil Lucky nichts machen konnte. Ja, ich bin vor kurzem ist irgendwie Feed the Beast abgekackt und dann mussten wir kurz rumexperimentieren, aber passt so. Okay, so. Wir haben hier. Hier ist übrigens eine kleine Farm. Aber eine ganz kleine Farm. Oh, der saved hat gerade gesaved. Gut, dann erstmal geht's weiter da hinten. Da haben wir ein paar Kakteen aufgestellt, einfach so just for fun. Also eigentlich war sie ganz klein, aber ich habe sie so vergrößert, ja, dass es mittlerweile imaginär ist. Und hier vorne, weißt du eigentlich mit dem imaginär? Und hier vorne sieht man, wird unser Essensbedarf gedeckt. Ich habe da hinten bei dem Vulkan habe ich ein Dorf gefunden und habe alles niedergerodet, was hier es hinten, gab. Hierhin wollen wir mal umziehen. Und wir haben hier riesiges Terraforming betrieben. Ja, das war hier früher alles hügelig und dann haben wir hier alles hier glatt gemacht. So, mittlerweile, den Vulkan zeige ich euch jetzt nicht, weil der ist für über 500 Meter weit entfernt und das Öl auch. Meine Mining Turtle, die läuft tatsächlich nicht, das hat einen Grund und zwar, wir haben... Du bist scheiße. Wir haben Fuel-Probleme. Und zwar, ich baue jetzt eine Kokerei oder eine Kokerei, wie man so schön auf Englisch sagt. Und die Kokerei, also Koks ist halt viel, viel besser zum Brennen. Zum Schnüffeln. Mhm. Ah. Gut. So, ja, ich habe jetzt halt schon einiges gemacht für die Kokerei. Jetzt halt muss ich die fertig? Nur noch fertigstellen. Fertig. Bald fertig. Und der ist auch fertig. Dann. Und das hier, wird erstmal reichen. Hier oben haben wir laute Ressourcen drin, weil ich war währenddessen. Ja, wir haben hier. Also, ich nicht, aber Maxi hat hier einiges zustande gebracht. Das hier ist alles, was ich bisher zusammengetragen habe. Einiges haben wir auch in die. Ich habe auch ein bisschen was in die Mining Turtle investiert, aber. Nikolite, oder wie man es ausspricht, ist unsere häufigste Ressource derzeitig. Das ist erschreckend. Ja, aber davon verbrauchst du ja, glaube ich, auch viel. Also, soweit ich mich erinnere, du frisst das ganze Zeug, du brauchst für einen Solar Panel, einen einzigen, brauchst du einen halben Stack Nikolite. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wenn wir das Zeug ja los, dann. So, wie komme ich jetzt am besten da hoch? Ich würde sagen, ich nehme den Baumweg. Ja. So, endlich. Okay, das dürfte hier auch von der Höhe her passen. Oder ich gucke es hier mal nach. Also, ich habe vorhin nach der Suche nach Clay. Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Lehm, vielleicht einfach. Lehm, stimmt. Habe ich einfach mal kurz reingeschaut. Oh, da ist ein bisschen Lehm. Fünf Blöcke weiter war wieder Lehm. Und seitdem haben uns hier, ich habe noch fast zwei Stacks Lehm übrig und das sollte reichen für eine Kokerei. Ups, den Magnet-Mod an. Ja, sag weiter. Und ja. Also an Ressourcen mangelt es uns derzeit für uns beide nicht. Albert ist leider nicht da, beziehungsweise zu erreichen. Ja, er ist ein Sack. Ja, leider. Hier habe ich irgendwie Scheiße gebaut, sehe ich gerade. Aber ihr seht, es ist sehr, sehr schön hier geworden. Wir haben Lucky hat vorhin einiges mit Terraforming gemacht. Also er hat... Ja. Sehr, sehr viel. Hier war alles hügelig. Hier sind wir, glaube ich, im ersten Part drüber gelaufen. Und hier hat er alles flach gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso?
Weil hier irgendwas mit der Symmetrie komisch ist. Als ob das hier, warte, ist das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 1, ja, 2, mir 3. Fehlen genau, rat mal, wie viel mir an Dingens fehlt. Wahrscheinlich genau einer, oder? Zwei. Hast du in der Mitte freigelassen schon, oder? Nein. Dann fehlt dir nur einer. Muss man in der Mitte freilassen? Musst du, ansonsten geht's nicht. Gut. Dann fehlt mir nur noch einer und... Naja, eventuell... Ich wette mit dir... Ich glaube... Nein, eins, nicht wetten. Ich denke mal, wir haben... dann noch genügend Ressourcen für eine zweite Kokerei, weil irgendwann mal wird es Brennstoff werden. Der Brennstoff des Jahrhunderts. Kann man eigentlich Sticks kann man verbrennen, geil. Ach, du bist ja im ganzen Schnellmerker. So, damit passt das hier auch. Ist bestimmt jetzt total spannend hier zuzusehen, kann ich mir denken. Ja, aber wir müssen halt mal ein Update-Video raushauen. Ja, irgendwann mal, damit die Leute sehen, was die Spasten hier machen. Leider. Ja, ansonsten hier Kokerei macht Maxi grad ganz damit auch was das kann Kuscheln man auch dann rauchen. Das kann man da zum Glück nicht rauchen. Ja, man bräuchte so einen Rauch. Wie ich das hier so was das Haus angeht, wie ich das hier vor Ort hier hinten lasse ich ja halt die Ecke drin und dann mache ich hier das alles so praktisch so ein bisschen kreisförmig. Hier kommt dann die nächste Stütze hin. Und hier vorne soll es folgendermaßen sein, dass oben Balkon ist. Ob ich hier eine Stütze hinmache, weiß ich nicht. Und dann wird hier bis hier ein Glas haben, dann hier praktisch mit alles so mit Zäunen abgerundet sein. Hier werden jeweils zwei Türen stehen. Das heißt, es geht hier erstmal so nach oben. Das Haus wird jetzt zwar nicht sonderlich groß werden, aber naja, man kann es vielleicht mal irgendwie erweitern. Ja, also wir werden das meiste Zeug wahrscheinlich eh im Keller bauen. Also, wer sich jetzt fragt, ja, wieso habt ihr noch nicht so mit Technik angefangen? Ganz einfach, weil uns die Ressourcen fehlen. Naja, die Ressourcen fehlen uns so gesehen nicht, aber ja, uns fehlt der Platz. Uns fehlt der Platz und zweitens... So, jetzt ist die Kokerei ist fertig. Okay, da tust du mal echte Kohle rein, okay? Ja, ja. Geht da eigentlich Charcoal rein? Nein, aber du kannst Holz reinmachen, das wird zu Charcoal. Aber das bringt's halt nicht so. Ja, und was kommt da nochmal für eine andere Flüssigkeit raus? Ich kann mir den Namen nicht merken. Creosote Oil. Also ich, ja, und das kann man für Schienen benutzen. Auf Deutsch ist das, glaube ich, Teeröl. Ja, sollte eigentlich Teeröl sein. Ja, wer sich fragt, was sind das hier für Ofen? Das sind Eisenfurnaces, also Eisenofen. Die sind halt schneller und effizienter. Und sparender an Ressourcen, was halt die Verbrennung von Kohle angeht. Also aus denen kann man zum Beispiel aus einem normalen Ofen schafft eine Kohle wie viel? 8 Brennvorgänge und im Eisenofen schafft die eine Kohle 10 Brennvorgänge. Ja, es ist eine Steigerung von 25%. 25%. Ja, also ich werf mal kurz was in den Ofen, dann könnte ich mir so eine Art, baue ich mir mal so ein paar Tanks. Oh, fuck, ich bin hier runtergefallen. Diese Wörter sagt man nicht. Dass sie gut aussieht, weiß ich nicht, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Ja, später wird der Ofen woanders, dieser Ofen... Also das ist ein vorläufiger Ort dafür. Ja, weil... Arsch. Wir haben ziemlich spät eigentlich also mit dem Hausbauen angefangen davor. Ja, das Terraforming hat allein schon so lange gedauert. Ja. Warte, wie viele Tanks will ich bauen? Ich baue mal nur 2. Und jetzt, falls ihr euch fragt, wieso wir mit so Einzelklicks machen, das alles machen, das ist ganz einfach, das hier ist... Die ältere Version. Hier, warte, ist es hier irgendwo angegeben? F3 und dann ganz oben links.
Ja, hier oben links. Das ist Optifine-Version 1.4.6, aber wir spielen auf der 1.4.7. Das ist genau das gleiche eigentlich. Ja, das ist so ziemlich. Das ist nur, liegen nur ein paar Bugfixes dazwischen. Gut. Und ja, ich denke mal, hier baue ich dann später so einen Weg durch. Wird sehr schön sein. Also wenn die Map hier wirklich toll wird, dann werden wir sie vielleicht zum Download anbieten. Vielleicht. Dann könnt ihr vielleicht auch auf der rumspielen. Was weiß ich. So ja. Sieht die Guckerei aus. Also dann ich spiele im Default Mode, weil hier, ich hatte keine Lust mehr auf Sword Attack Svenver und Poor Buildcraft hier. Ich habe die drinnen, aber ich habe keine Lust auf die gerade eben. Und es wird nachts, deswegen ja. Gehen wir jetzt. Ich würde sagen, wir beenden auch gleich, weil es gibt ja momentan nicht viel mehr zu erzählen. Ja, wir werden heute vielleicht nochmal eine Aufnahme machen, falls Albert oder Marc noch hinzukommt. Ja, falls die nochmal hinzukommen, dann. Ja, wir gehen ins Bett. Währenddessen können wir uns schon mal abschieden. Ja, dann können wir danke uns fürs hier. Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut mal bald wieder rein und. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß. Ciao.